bin Ronja, komme aus Lübeck und bin 12 Jahre alt. Und hiermit starten wir die Greenpeace Kids for Ocean Kampagne in Stralsund. Ich finde es wichtig, die Meere zu schützen, weil noch nicht sehr viel erforscht wurde darüber und weil ich nicht möchte, dass die Fische und halt die Tiere aus dem Meer aussterben. Wir fahren mit dem Greenpeace-Schiff Beluga in ein Meeresschutzgebiet und dort wird uns der Greenpeace-Meeresexperte Thilo Mark erklären, welche Fische gefährdet sind und welche nicht. Wir fahren halt gleich mit dem Schlauchboot raus zu dieser Tauchstelle. Da wird Thilo und noch ein anderer Taucher Tiere vom Meeresgrund hochholen und uns dann noch Fische zeigen und welche bedroht sind und halt welche geschützt werden müssen. Thilo hat uns gezeigt, wie halt diese Schleppnetzfischerei funktioniert und dass sie alles mit sich reißen. Es ist genauso, als würde man einen kompletten Wald roden und das ist dann doch ziemlich schlimm, vor allem auf einer Fläche, die man dann praktisch gar nicht überblicken kann. Wir fahren jetzt wieder zurück zum Ozeaneum und dort legen wir an. Und dort warten die ganzen anderen Greenpeace, also Green Teams aus ganz Deutschland auf uns. Also hier sind 7 Green Teams aus 4 Städten und wir regen hier die Leute an, zum Beispiel Fische zu bemalen, aber wir bemalen auch welche selber und ihre Forderungen draufzuschreiben. Wir hängen diese Fische dann auf dieses Metallgestell auf, das wird ein ganz großes Mobile und das überreichen wir dann der Frau Eigner, weil die planen ja gerade eben für neue Fischereigesetze und die soll sich halt für unsere Forderungen einsetzen. Ich fordere mehr Meeresschutzgebiete. Einfach, damit sich die Fischbestände wieder erholen können.